In diesem Video schauen wir uns ganz schnell an, wie man einen Eweka-Account in seinen Newsreader, zum Beispiel SubNZBD, integrieren kann. Was wir dazu brauchen, ist natürlich ein Konto bei Eweka. Ob sich ein Kauf lohnt, habe ich mal in einem anderen Video beantwortet, schau dazu einfach in die Infokarte. Nach dem Intro geht's los mit der Anleitung. Ich habe mich hier schon mal in meinem Eweka-Konto angemeldet und hier habe ich schon alle Informationen zusammen, die ich jetzt gleich brauche, um in SubNZBD die ganzen Daten einzutragen. Dazu würde ich mal sagen, stelle ich das mal auf die linke Seite und das hier geht auf die rechte Seite. SubNZBD habe ich jetzt hier noch gar nicht runtergeladen, das machen wir jetzt einmal zusammen. Ich bin einfach auf der Website subnzbd.org und lade den ganzen Spaß hier einmal runter. Nach dem Download kann ich hier die Exe einfach öffnen und klicke mich jetzt einfach durch die Installation durch. Was ich hier recht wichtig finde, ist, dass man gleich die Verknüpfung mit den NZB-Dateien macht. So, jetzt ist SubNZBD zumindest mal installiert, gestartet ist er noch nicht. SubNZBD hat die Besonderheit, dass ich die grafische Benutzeroberfläche hier im Browser habe und hier rechts unten in der Icon-Leiste sehe ich den gelben Pfeil und damit komme ich immer wieder auf die Benutzeroberfläche zurück. Ich wähle jetzt hier Deutsch als Sprache aus und jetzt habe ich ja hier die ganzen Daten von Eweka, die ich brauche, nämlich die Serveradresse, die kommt einmal hier rein. Der Benutzername ist bei mir einmal UsefulWit und das Passwort, das habe ich mir selbstverständlich generieren lassen. Und das trage ich hier einmal ein. Wichtig ist jetzt hier, dass wir SSL aktivieren. Dafür bietet Eweka zwei Ports an, 563 und 443. Ich aktiviere es einfach mal. Und das war es jetzt im Grunde schon. Ich kann jetzt hier auf Server überprüfen gehen. Und wenn ich hier einen grünen Haken bekomme, dann ist die Verbindung auch tatsächlich erfolgreich gewesen. Jetzt kann ich hier noch auf Erweitert gehen und das würde ich dir auch dringend raten, denn einmal kann ich hier kontrollieren, ob der richtige Port ausgewählt wurde. Ja, das wurde er, aber noch wichtiger ist eigentlich hier diese Anzahl der Verbindungen. Denn wenn ich die nicht richtig einstelle, tja, dann habe ich vielleicht zu viel bezahlt bei meinem Provider und hätte gar nicht so viele kaufen müssen. Aber ich möchte ja 50 Verbindungen haben, das sehe ich ja hier auch auf der linken Seite. Dementsprechend trage ich das Ganze ein. Scroll ich ein bisschen runter und gehe hier auf Weiter. So, die Einrichtung ist im Grunde abgeschlossen, er zeigt mir jetzt noch an, wo die Dateien hingeladen werden und ich klicke mal auf SubNZBD anzeigen. Jetzt würde ich zu guter Letzt natürlich auch noch irgendwas runterladen und deshalb füge ich jetzt noch eine NZB-Datei hinzu. Dazu klicke ich hier auf NZB hinzufügen, klicke hier auf Durchsuchen und in den Downloads finde ich dann zum Beispiel hier Linux Mint und hier klicke ich dann auf Hinzufügen nochmal und jetzt lädt er mir eben Linux Mint Mate herunter. Oben sehe ich dann die Geschwindigkeit, hier bekomme ich jetzt eine Warnung, ja, kein Problem, die kann er ruhig anzeigen. Und ich sehe auch, dass das Ganze relativ flott hier vonstatten geht. Ich habe ja jetzt den unlimitierten Account bei Eweka, es gibt ja auch Anbieter, die haben limitierte Accounts. Und da kann man hier mal zum Beispiel auf Server gehen und ganz nett finde ich hier bei SubNZBD, dass man einfach schon mal seinen Verbrauch sich hier wunderschön anzeigen lassen kann. Das Ganze nochmal groß, sieht man auch hier ein bisschen grafisch dargestellt, wann der Verbrauch so stattgefunden hat. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Ich freue mich natürlich aber auch, wenn du meinen Eweka oder News Hosting Affiliate Link aus der Videobeschreibung benutzt. In der Outcard blende ich dir jetzt noch ein paar weitere spannende Videos zum Thema Usenet ein.